Final Reveal von meiner Bowfighter. Ja, sie ist fertig. Bin ich zufrieden? Im Großen und Ganzen ja. Bin ich zufrieden mit dem Bausatz? Auch. Was habe ich gemacht seit dem letzten Update? Ich habe es natürlich lackiert. Mir ist natürlich auch ein, zwei Mängel unterlaufen. Da bin ich auch ehrlich. Hilft ja nichts, das schön zu reden. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit den Propeller, mit den Drehbahnen. Also so, dass die Drehbahn aussehen. Die Propellerkappen, die ihr hier vorne drauf seht, das ist jetzt gezogener Gießass, oder also ein schicken Gießass, den ich vorne ein bisschen angeschliffen habe, damit er vorne spitz wird oder halb so halb abgerundet. Weil ich wollte die Originalpropeller eigentlich nicht zerschneiden, falls ich sie doch brauche, falls ich das nicht auf die Reihe kriege. So, dann unter dem Display, korrigiere, unter der Canopy habe ich Staubeinschlüsse. Dummerweise sieht man die auch, wenn man dicht daran geht. Na, das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich die Folie abgezogen habe, das Masking. Dann, alle Dicke sind toll, nur die beiden, dieses P6S, das silbert ein bisschen, leider. Trotz, dachte ich, guter Vorbereitung. Ja, gut, ich zeige es euch mal kurz. Also, ich habe es auch modular gelassen. Mein Problem ist bei der ganzen Sache, wenn du damit zu einer Messe fährst und das Ding kommt so da an, ich würde es niemals heiler hinkriegen, irgendwas würde abbrechen. Darum war es mir wichtig, dass ich das Flugzeug abnehmen kann. Ihr seht, es ist saugend. Komm runter, zack. Ja. Ich habe auf der Unterseite ein Loch eingebohrt mit einem 10er Bohrer. Und da steht das jetzt drauf und drin ist so ein bisschen ein Klapperkit oder wie bezeichnet es man noch? So eine Knetmasse, dieses Patafix zum Beispiel. Das ist da drin, damit es so ein bisschen, ein bisschen heftiger sitzt und nicht zu wackelig ist. Das Schöne ist, dadurch kann ich jetzt auch sagen, okay, ich will ihn gerade fliegen lassen, ich will ihn schief fliegen lassen, alles ist möglich. Ja. So, packen wir das Flugzeug mal zur Seite und widmen uns mal der Base. Die Base, das ist eine Styrodorplatte von einer Isolierung. Dort habe ich ein Loch reingebohrt und einen Klarsichtstab reingesteckt. So ein Acrylglas. Das ist eigentlich, im Original war das so ein Zuziehband für eine Jalousie. Da kriegt man zwei Stück für 3 Euro. Dann die Styrodorplatte habe ich mit einem Grau lackiert. Es wirkt in dem Video, was ihr jetzt seht, ziemlich blau. Das ist aber, das kommt sehr, wenn ihr das in einem anderen Licht seht oder in einer anderen Sättigung, dann wird das dunkler und grauer. Ich habe die grau lackiert, Schattengrau nennt sich die Farbe, und habe da Silikon drüber gemacht und das mit einem Spachtel glatt gezogen. Ich wollte eine nicht zu raue See haben. Im Anschluss habe ich einfach mit diesem Spachtel hier solche Wellen nachgezeichnet. Und hier ist übrigens der Torpedo, der normalerweise unter dem Flugzeug liegt. Der sollte gerade aufschlagen und das Flugzeug dreht in dem Moment weg, weil aus der Schusslinie. Das Wasser, wo der Torpedo ausschlägt, und wenn man davon Bilder sieht, schlägt immer unwahrscheinlich hoch, dass es eigentlich so hoch schlägt, dass es eigentlich das Flugzeug berühren würde. Das macht es aber erst, wenn sich das Wasser hinterher wieder schließt. Man sieht das so beim Bauchklatscher, wenn einer oder bei so einer Arschbombe. Wenn das einer macht, dass in dem Moment, wo es man ausschlägt, der Spritzer nicht so hoch ist, erst wenn die Wassermassen sich wieder schließen und die dann nach oben schießen. Und das ist halt noch davor. Ja, die ganzen Schaumkronen habe ich mit Weiß bearbeitet. Ja, es gibt natürlich bessere Wege als Silikon zu nehmen. Aber Silikon, ich bin jetzt noch nicht der Profi in Darstellung von Wasser. Klarlack geht auch, wenn man die Styrodorplatte vorher bearbeitet oder die Schaum mit Watte zu modellieren. Mir wurde es auch gezeigt, dass es geht. Ich weiß auch, dass es geht. Aber ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, wenn ich das jetzt mit Watte mache. Das sieht wesentlich feiner aus und detailgenauer. Aber ich wusste nicht, ob das auf dem Silikon hält, wegen dem Klarlack, den man dann vorher. Silikon hat die Tendenz, dass Farbe nicht besonders gut drauf hält. Darum werde ich dann für nächste Projekte einen anderen Weg probieren. Gut, am Rand, ich hoffe, ihr seht das mit dem Licht, ist so eine Holzverkleidung. Das ist aus dem Küchenbedarf, das ist so ein Furnierholz.
ne, was man normalerweise aufbügelt, wenn man irgendwelche Spanholzplatten hat. Und das ist schon der ganze Trick bei der ganzen Sache. Die Platte hat mich selber in Arbeit, 1,5 Tage ohne regelmäßigen Bau gedauert. Das Flugzeug selber hat natürlich wesentlich länger gedauert. So, viel mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Ne? Ich bedanke mich natürlich bei allen, die mir Ratschläge gegeben haben und die mit mir zusammenarbeiten, so wie Chris Kohut und der Roman und natürlich Dennis. Ja. Vielen Dank dafür, für eure Tipps, Tricks und Unterstützung. Ich denke mal, dass ihr auch eine super Bowfighter macht. Und ja, habe ich noch irgendwas zu sagen dazu? Ja, wer sie live sehen will, der muss nach Lingen kommen. Dort nehme ich sie natürlich mit. Auch bei der IMM, bei der Jahreshauptversammlung. Davor wird ja auch eine Modellbaumesse stattfinden. Dort wird sie auch dabei sein. Und wo sie nicht dabei sein wird, ist in Munster, weil Munster ist Panzer. Und das ist halt kein Panzer. Ne? Gut, übrigens bedanke ich mich auch für Dennis für die Publikation für bei Revell. Da hat Delan einen großen Anteil dazu beigetragen, dass sie es veröffentlicht haben. Dafür dann bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich. Und ja, jetzt zeige ich euch noch die letzten abschließenden Bilder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.